Aber ist egal. Ich muss dann ein bisschen mehr ablesen, weil ich nicht an die Notizen rankomme. 10 Minuten, 15 Tools zu den Bereichen, die Sie aufgeführt sind. Alles, was das Arbeiten im Backend effizienter macht. Kurz noch ein Hinweis zu dem Aufbau und Aufbau der Folien. Die sind gleich auch dann online verfügbar. Die Notizen sind, wie bei den genannten Slideshare-Dingern üblich, hier dann beispielsweise zeitgleich nach unten hin abrufbar. Man spucht sogar durch. Eigentlich für alle Erweiterungen sinnvoll, schaut euch an, wie oft diese Erweiterungen gepflegt werden. Gerade je nachdem, wenn man die Backend-Erweiterungen an die Redakteure verkauft, denen zur Verfügung stellt, sollte man dann langfristig mitmachen. Und nicht alle sind gleich gut. Ich stelle nur die vor, die bei mir einigermaßen funktioniert haben. Alles an 3.3. Es gibt auch Backend-Sachen, die funktionieren nicht so gut. Oder auch, wenn man mehrere mal parallel installiert, auch nicht immer schön. So, alles, wodurch man schneller wird. Ich frage einfach mal, wer nutzt Easy Seams? Yes, alle. Gut. Dann muss ich dich nicht so toll erklären. Nicht alle. Nicht alle, aber du nicht? Nein, nicht mehr. Nein, es gibt was Neues. Ich habe es nur noch benutzt für externe CSS-Dateien, aber seitdem man kann das so schön benutzen. Ja, C++, oder? Ja, C++ ist nicht mehr so aktuell. Die Geschichte hat man schon mal genau. Gut, okay. Dann muss ich die. Ja, hier auch. So. Ja, der heißt C++. Der spart eine Menge Arbeit, der klebt halt unten die Funktionsleiste einfach als Footer an und hier exemplarisch dann auch nachher die Online-Version. Manche Kunden haben da ein Problem, weil sie mal den Formular selten haben. Wenn sie Nutzer was einzutragen, ist dann nur, dass man sonst nicht vergessen hat. Ja, weil für uns macht es ja. Hier einfach auch nochmal unten drunter dann statt Notizen, Link zum EA oder zu GitHub und dann und so weiter. Das gleiche gibt es nochmal ein bisschen breiter oder mit noch mehr Optionen. Da kann auch die Funktionsleiste oben nochmal angefixt werden, die Positionierung oder die Höhe der Content-Elemente kann nochmal verändert werden. Man kann sich damit auch so ein Dark-Theme noch mit einspielen. Ist das gleiche wie der Sticky-Footer ein bisschen aufgedeckt. Der Sticky-Footer von dem Joe Ray, der ist sehr alt, aber immer aktualisiert. Ja gut, so. Dann gibt es noch was Nettes. Die Tool, was rechts diese Leiste einblendet, wo man eine Menge Klicks sich sparen kann. Zusätzlich eine ID-Suche, die kann oben über das Fernpass aufgerufen werden. Dann gibt es ja diese ganzen lustigen Sachen wie Datenbankaktualisierung, Template bearbeiten, Pipapo, da kann man da schon mit recht schnell hinspringen. Zusätzlich im bei den Startpunkten kann man anders machen, aber damit machen wir immer schneller und so besser. Auch im Joway, auch sehr nett. Innerhalb dieser Bereiche oben im Tab navigieren. Spart einen über den Mausweg nach links rüber. Optional kann man da auch in dem Select-Feld direkt den zielzugehörigen, zum Beispiel Layouts oder Module, auch direkt einwählen. Genau. So, und weiter. Wer arbeitet mit ihm? Einer, zwei. Ja, aber ist schon. Also wie der Name schon sagt, ein richtig cooles Backend-Tool. abhängig von den verwendeten Modulen oder Artikeln oder Content-Elementen kann man über Buttons, oder ein Bildchen mehr, alle möglichen Sachen aufrufen, die da verwendet sind. Und dann gibt es auch die Option, dass man einmal direkt ins Backend springen kann. Oder dass man die Backend-Ansicht in der Lightbox öffnet, dann kann man die direkt bearbeiten. Wenn man auf Frontend-Editing steht, ist das eine richtig nette Sache. Lässt sich auch super für Nutzergruppen einstellen.
und bietet auch, ist von Rock Solid, die bieten eine Doku an, eine sehr gute, und auch wie man Third-Party-Extensions noch damit integrieren kann. Haben wir aber auch nochmal alles drin? Ja, alles gesagt. Auch bekannt. Also wenn man auf Tastaturkürzel steht, kann man mit dem Hotkey standardmäßig halt Q oben in dieses Select reinspringen und dann P-Doppelpunkt, also Modifier, ruft dann den Seitenstamm auf, und je mehr man eintippt, kriegt man oben die Auswahl und kann dann einfach durch Scripture dahin gehen. Da gibt es ein paar Einstellungsoptionen. Ups. Genau, gültige Module, Artikel, Layouts, eigentlich alles. Ich muss auch immer fein aktuell bleiben. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Wüsste ich was zu sagen, das ist auch von Jorel. Wir kennen die Problematik, dass wir zum Ändern von Namen immer in die entsprechenden Einstellungen müssen. Ja, sehr gut. Ist natürlich auch gemacht, soll demnächst veröffentlicht werden. Wir können einfach da reinschreiben. Yes, genau. Wird noch ein bisschen besser. Wir kennen auch die Problematik, weil man sich vertan hat, wenn man mal einen Artikel in eine falsche Spalte gelegt hat. Et voilà. Zap, lässt sich da direkt einsetzen. Ist noch nicht ganz fertig. Er fühlte sich schon ein bisschen unter Druck gesetzt, aber soll demnächst kommen. So. Wie heißt die? Backend-Tools. So. Ach, jetzt kommt meine Lieblings. Aufgrund des Alters meine Lieblingserweiterung. Ja, Plan. Jedes Mal. Absolut beste Backend-Tool, finde ich, was es gibt. Man kann A für sich selber und B für vergessliche Redakteure Content-Elemente anlegen mit diversen Symbolen. Kopf wird noch fehlen. Egal was. Also sich selber Notizen schreiben, was man da gemacht hat, dem Redakteur Informationen hinterlegen, kann man damit machen. Ist seit 2007 immer brandaktuell, immer erwähnenswert, immer nutzbar. So, ähnliches Ding gibt es für Module und Seiten. Hat man ja auch schon mal, dass man entweder für den Redakteur oder für sich selber schon mal wirklich noch Sitzen reinschreiben muss. Geht, wie der Name schon sagt, sowohl sein, auch nicht schlecht. So, dann weiter. Kannst du mal suchen, wie heißt das? X-Backend Notes, ist aber am Ende dann auch schon online. Ich will da dann noch gleich mal. Okay. So. Dashboard. Ich frage einfach mal, ich kann es erst seit kurzem. Wer nutzt es? Ich denke. Bitte? Was kann das? Ich kann Notizen anlegen, die auf dem Startscreen erscheinen, und kann die auch farblich unterschiedlich hinterlegen. Ich kann die für bestimmte User-Bausteine ansprechen und ich kann einen User dazu zwingen, die zu lesen, indem er sie zuklicken muss. Die war doch mal eine Kontrollaufstellung. Jetzt war das Tagzentrum. Da komme ich aber gleich noch zu. Die ist auch von Terminal 52, glaube ich. Ist also damit auch immer ziemlich aktuell. Ich gucke nochmal gerade nach, was ich alles erzählt habe. Ja, ist eigentlich wirklich. Macht wirklich einen schlanken Fuß. Also das heißt, wenn derjenige es tut, das zu lesen, kann nichts anderes machen. Der muss es erst wirklich gucken. Da geht irgendwie ein Alert auf, dass er das wirklich. Ne, ist natürlich, kann man quasi auch ein Workflow mit teilen. Das ist das alte Task Center, wo. Also ich muss es nicht. Ja, okay. Erstellen und Zuweisen von Aufgaben. Lass es aber noch. Nee. Das ist frisch. Ja, dass er das so gemacht hat. Genau. Schwäg. Gut. Okay, gut. Wer es braucht.
sinnvoll, weil es auch E-Mails speichert. Oder man nachhalten kann, dass es wirklich gesendet wurde. Dass man auf den Menüpunkt unten an die entsprechenden Auftraggeber, auch irgendwelche oder Redakteure, nochmal das schicken kann. So, noch eine. Damit man das nicht immer in der HT-Access machen muss, die SEO-Leute wird es freuen, man kann jede Menge Weiterleitungen aufgrund von Relaunch oder was weiß was an einer zentralen Stelle abzustellen. Wenn man es mag. So, Redakteure kommen ja oft nicht mit solchen CSS-Kastennamen zurecht. Dafür hat der Psi mal dieses Tool gemacht, das ist auch immer noch aktuell und auch gepflegt, dass man die Vergabe von Klassen mit visuellen Mitteln unterstützen kann. Und zwar, wenn ich hier unten auf das Icon klicke, öffnet sich eine unter den Team-Einstellungen definierte Auswahl an CSS-Klassen, die ich auch Gott weiß, wie grafisch noch unterlegen kann. Da hätte ich einfach mal Bau genommen. Und ich kann damit den da aufgeführten Sachen dann die entsprechenden Klassen zuweisen. Ist für Redakteure oft einfacher. Ja, das war's schon. Das waren 10 Erweiterungen.